du behältst den, den Eingang und den Tower im Auge, generell alles da in dem, im Sichtbereich, Gunshot, und dann gehen wir ran und klären das vom Nahen. Ich gehe weiter vor. Du musst vorsichtig jetzt sein, die Typen waren nicht schlecht equipped, ne? Der Typ, der oben im Tower war, hatte komplett auf jeden Fall Beigeklamotten. Ich hab den kaum. Habe ich nicht gesehen. Ja, ja, gut, ich sehe das mit meinem Scope. Ja, dann halt beige, Mann. Ja, streitet euch nicht über Kleinigkeiten. Vergesst nicht, zickzack zu laufen, ne? Wenn ihr da irgendwo in einem offenen Gelände rumrennt. Nee, aber ich möchte eigentlich gar nicht laufen. Das letzte Mal, als ich gelaufen bin, durfte ich von vorne einfach. Ich hab eine super Posi. Ich bin, Wenn du sagst, der Weg ist frei, dann, warte mal, ich muss mal um die Ecke gucken. Ich guck gerade in das obere und untere Fenster des Gefängnisses rein. Mars, sagst du, der Weg ist frei? Wo genau wollt ihr lang? Wir gehen erstmal beim Zaun lang und dann gehen wir zur Tür des Gefängnisses. Halten uns aber allerdings erstmal östlich des Gefängnisses an der Wand dann. Ich sehe schon, Alter, wir schießen uns nachher über den Haufen hier. Nein. Er weiß ja, von wo wir kommen. Also, wie gesagt, ich sehe unten das Gefängnis und den Tower. Beim Gefängnis habe ich die ganze Zeit. Gefängnis ist alles frei. Gefängnis ist alles frei, Tower habe ich im Blick. Wenn da jemand nach vorne sich bewegt, sage ich Bescheid. Ich laufe gerade aufs erste Gebäude ganz links außen zu. Ich bin am Zaun. Okay, hey, warte. Ich bin auch am Zaun. Ich gehe jetzt links am Zaun lang. Bin aber geduckt. Boah, bist du weit vorne. Leck mich am Arsch. Ich bin hinterm Gebäude erst. Ja, ja, folgt mir einfach. Nutzt die Deckung aus, die wir haben. Ja, ja, tu ich. Ich krauche hinter jede Tanne. Ich krieche sogar. Nicht kriechen, sondern ich dingse sogar. Ich habe ein Auge auf den Eingang und auf die beiden Fenster vom Gefängnis. Bist du innerhalb der Base oder außerhalb? Ich bin innerhalb. Ich bin gut. Im ersten Busch, der darauf zuführt. Ich bin jetzt circa 300 Meter vom ich seh dich. Gefängnis ich entfernt. Hinten. Ich bin direkt hinter dir. Jetzt habe ich dich. Gut, bist du bei mir? Ich bin jetzt neben dir. Gut, dann überspringe mich bis zum nächsten Busch. Ich gebe Feuerdeckung, also Deckung. Entweder ist er runtergekrabbelt oder er bewegt sich hier nicht mehr im Tower. Ich schwör's dir, Alter, das war das übelste Feuergefecht. Ja, wer weiß. Wenn sie sich nicht schon ausgelockt haben. Also wenn sie Ghosting machen, dann... Das könnte sogar sein, guck mal. Wir könnten das scrollen. Der Server ist immer noch randvoll. So, ich bin am Busch. Gut, dann nimm Feuer auf den, also nimm Visier auf den Eingang. Ich folge dir jetzt. Sobald irgendwas ist, nicht oder und dann nicht sagen, sondern einfach nur sagen, wo, wie viele und von wegen, ob du feuern kannst. Mehr nicht. Feuern tue ich so oder so dann erstmal. Ja, aber dann sagen, dass du feuerst. Das ist wichtig. Das Problem ist, der Eingang ist links vom Gebäude, ne? Mhm. Ja, ich weiß, da musstest du. Ich überspringe dich jetzt und renne jetzt auch. Hoppla, wenn ich direkt jetzt mal ans Gebäude ran? Ich direkt ans Gebäude ran, komm gleich mit. Ich gebe dir erst nochmal. Ja, okay, gib mir erstmal Deckung. Ich stehe auf und komme. Ja, ich bin gleich dran. Ne? Okay, unten ist keiner drinne. Ich hab dich im Blick. Ja, siehst du uns, ne, Mahas? Gunshot, mein Gott, diese Kacke. Ja, ja, alles klar, zwei verschiedene Namen, passt schon. Hast du das in Sicht? Also ich habe gerade durch das erste Fenster gesehen. Ja, Gunshot hat uns im Blick. Weil aber ich kann, wie gesagt, bloß... Ich kann bloß die rechte Seite von euch abdecken und das vordere vom Airport, ne? Das heißt, die linke... also die Eingangstür vom Airport sehe ich nicht ein, das ist ja klar. Ich gehe einmal komplett außen lang. Hauptsache, der sitzt nicht im Tower, Alter. Die Tür ist zu? Ja, die haben sie zugemacht. Die sind auf jeden Fall drin. Aber nicht hier vorne. Sind die im Tower? Sind die in den Tower gerannt? Behalt mal einen Blick auf den Tower. Ich die sind hinterm Tower verschwunden und auch nicht mehr irgendwo anders aufgetaucht. Nicht links, nicht rechts davon, das heißt, die müssen drin sein. Ja, die Tür im Tower ist zu. Okay, warte, ich kläre jetzt das Gefängnis hier. Ich komme zu dir wieder. Ja, aber renn nicht vor dem Gefängnis zwischen den Tower lang. Nein, ich laufe wieder außen rum.
Wir müssen doch gucken, welche Fenster die benutzen können zum Rausgucken, ne? Ja, ja. Ich kann das nämlich von hinten, sind irgendwie alle dunkel. Okay, das Gefängnis ist frei. Sei mal, der hat eben gesprochen mit uns, Mensch. Ja, warte. Wo hat er gesprochen? Ich hab den eben hier draußen gehört. Hello? Can you hear me? Okay, er kann es nicht hören. Warte, ich geh mal näher ran. Alter, die schießen die hier die wahrscheinlich den Arsch weg. Hier, die Tür ist zu. Can you hear me? Ich bin jetzt am Tower. Ja, ich seh dich. Hab dich im Blick. Hello. Okay, rechts hast du ja im Auge, ja. Da halten wir links im Auge. Genau, rechts braucht ihr euch nicht kümmern, da sage ich, sobald was auftauchen sollte. Könnt ihr mich hören? Hoppla, hört ihr mich? Wer hat geschossen? Ich hab geschossen. Mach nicht waschen! Hört ihr mich? Ey Mädels, hört ihr mich? Ja, dann kommt mal einer nach unten und redet mit mir. Ich stehe hinterm Fenster. Die Tür ist zu. Wenn ihr da oben rumgammelt, dann verstehe ich euch nämlich nicht. Lass ihn rauskommen, Alter. Fiktive Zahl sagen, ne? Wo bist du? Wir sind 7 Leute. Ich bin im Gefängnis drin noch. Ich komme halt jetzt. Halt mal bitte ein Auge auf die Tür des Towers. Warte, dann laufe ich aber andersrum. Da wo Mars sich überblicken kann, ne? Genau. Oder Gunshot. Mein Gott, ich hasse diese fucking Nickname. Kannst du den Tower oben in. Hab ich den Tower oben habe ich komplett im Blick. Ich habe durchgeladen und bin ready. Wir sind auf der Mittelstufe. Ob du gerade durchgeladen hast? Nein. Ich habe durchgeladen. Achso. Dann machst du, lest mal jetzt mal nach, wenn du verschossen hast. Ich kann dann nicht nach oben in den Tower beobachten, ne? Kein Ding. Ich gucke in den Tower. Die können uns auch nicht aus dem Tower ausbeschießen. So, einer von euch kommt jetzt mal runter und redet mit mir, sonst werdet ihr gleich ganz schnell krepieren. Ich fürchte, die haben sich ausgelockt. Nee, die sind noch da. So. Selbst wenn ihr mich hört, ich kann euch ganz schlecht verstehen und das liegt nicht an meinem Headset oder was weiß ich was. Also kommt mal einer runter. Keiner kann euch hier unten beschießen. Da ist gerade einer über eine Wiese gelaufen. Wo? Da hinten. Ja, mach ehrlich. Warte, ist jetzt beim Hangar. Rennt hinterm Hangar weg, alles klar. Ist für euch ungefährlich. Ich komm vorgerückt. Ich sehe dich. Tür im Visier. Ja. Weg. Hast du ihn gekriegt? Nein. Ich gehe rein. Ich guck mal, ob ich mit denen reden kann. Honey? Ja. Guck mal links am Gebäude vorbei. Aber geh erstmal in Position, dann mache ich die Tür auf. Du willst nicht wirklich die Tür aufmachen, oder? Doch. Alter, die schießen nicht über den Haufen, Junge. Nee, da steht keiner. Warte. Wenn die uns den Arsch wegschießen, ja. Okay, Achtung. Ich mach jetzt die Tür auf. Ich habe gerade wieder. Okay, der steht hinter der Tür. Ah, okay, du stehst hinter der Tür. Ich will euch ungern unterbrechen, aber es kann sein, dass ich mich gleich anderweitig verschieben muss, weil der eine Typ ist jetzt im anderen Gefängnis hinten und könnte rein theoretisch, wenn er mich aufklärt, gut auf mich wirken. Dann such den netten Busch. Ah, der versteckt sich da. Ich sehe ihn. Ja, ist gerade durch die Wand gebackt. Der Fixer schießt durch die Tür. Halt die Tür im Auge. Ich blute nicht. Du Arsch!
Wäre fast gut gegangen, du Penner. Also ich brauche da vorne bei euch auch nicht mehr sichern, ne? Das heißt, er sitzt in der Gefängniszelle, ja? Er sitzt... Nein, nein, hier vorne ist keine Gefängniszelle. Er sitzt direkt hinter der Tür. Der hat durch die Tür durchgeschossen. Weißt du Bescheid, was wir wollen? Ja. Ja, jetzt. Ihr müsst auf... Wer schießt da? Ich schieße und er schießt. Hast du gerade geschossen, Mars? Ja. Nein, das ist es ja. Wir sind okay, aufgeklärt. Okay, zieh dich zurück. Zieh dich zurück. Wie sieht's aus, dein Status? Mein Status ist 100%, aber von irgendwo kamen hier die ganze Zeit Mosin-Geschosse an. Ja, die haben irgendwo einen Sniper sitzen, die Wichser. Ich habe noch 32 Schuss, ich kann von hier aus perfekt das obere Gelände abdecken vom Tower. Okay, was machen wir jetzt? Also was, wir ziehen uns erstmal zurück hinter das Gefängnis. Gut, ich gebe dir im Moment Deckung. Wir gehen aber auf der Seite lang, wo Achtung, Achtung, da kommt einer vorne bei den Hangars, ich muss gerade nachladen. Ich sehe ihn nicht. Da rennt er. Wo ist er? Warte, warte, warte. Ich deck. Ich treff den Vogel nicht. Ich deck die Tür weiter ab. Ich glaube, ich hab ihn, oder? Geschossen. Nee. Ich hab geschossen. Das ist zu viel für meinen Kacke-Damm, Alter. Fuck, ich muss wieder nachladen. Ein Ding. Ich habe hier alles erstmal in Kontrolle. Okay, die kommen hinten am Zaun lang. Einer ist es. Das ist, glaube ich, der vom Hangar. Deckst du noch links ab oder nach rechts? Weil sonst schießt sich der vielleicht. Ich guck erstmal nach links. Bleib du mal da rechts in der Ecke, weil sonst treffe ich dich vielleicht noch. Einer kann sein, dass der gleich da bei euch langkommt, ne? Okay, da kommt einer außen rum beim Gefängnis. Seid ihr das? Nein. Rechts außen, mein Sichtfeld. Doch, das bist weg. Du, Leo. Das bist du, Leo. Rechts außen bist du. Das Gefängnis ist hinter dir. Ich bin beim Airport. Zweiten Gefängnis. Beim Airport bin ich. Ja, ja, ach, den sehe ich dich da. Mein Gott. Dann sag doch mal genaue Zielangaben. Ja, du bist von der Fahrbahn. Links von der Fahrbahn, ne? Du müsstest hinter uns sein. Warst du gerade links von der Fahrbahn? Er sitzt bin links von der Fahrbahn neben der Mülltonne. Okay, alles klar. Du rennst genau bei der Tonne. Ich hab die Axt jetzt. Alter, wir werden so elendig krepieren. Ach Mann, sei nicht so pessimistisch. Okay, was schießt du auf mich, du Idiot? Das bin nicht ich! Okay. Die Schüsse kamen von hinten, oder? Ja, hat mir es auf jeden Fall so angefühlt. Der scheint euch sehr gut im Visier zu haben, ansonsten würde er nicht nochmal durchladen. Komm zurück, Hanni. Wir gehen hinter das Gefängnis. Ich glaube nicht, dass er so weit schon umgangen ist. Seid ihr beide hinterm Gefängnis? Ja. Ja. Ja, wir sind beide hinterm Gefängnis. Okay. Bleib in Bewegung, Hanni. Oh, ich kann gleich die rechte Maustaste nicht mehr halten, Mann. Warum ich kann die... Kann sein, dass der eine an uns vorbeigelaufen ist und irgendwo da hinten in Position gegangen ist. Ja. Wie gesagt, das heißt, die haben uns in der Zange. Ist ja einer drin oder was? Weiß ich nicht. Möglich ist das, der da an euch vorbeigelaufen ist, an den Airports bei mir. Bei den Hangars, den ich nach meinen 20 Schüssen hier erwischt hab. Ich habe auf jeden Fall die rechte Seite komplett entfällt und hier ist nichts. Oder er ist irgendwo, nordwestlich, irgendwo auf einer kleinen Anhöhe oder so, ich habe keine Ahnung. Scheiße. Und das haben wir zu lange noch gewartet. Hä? Nee, wir haben nicht zu lange gewartet, das war der gleiche Ruhig. Deckung. Warst du das, Mars? Nein. Ich sage an, wenn ich schieße. Von wo kam das? LOL! Was? Ich blute wie ein Schwein.
Geht ins Gebäude rein, geht ins Gebäude rein. Wir müssen ins Gebäude. Ich bin das. Oh komm, erste Hilfe Kasten, Alter. Los, dich. Kommt, Hirse, geht zu, Alter. Alter, das gibt's nicht. Okay, jetzt sind wir aber echt in einer scheiß Position, muss ich echt sagen, Alter. Ich kann den anderen Sniper nicht aufklären. Das ist der gleiche Rotz wie vorhin, Jungs, ehrlich. Auf die Entfernung mit einem M4 zu wirken, warum? Alter, wir haben einen Sniper, bleib mal ganz smooth. Wir sind jetzt in einer guten Position. Die umzingeln uns gerade. Ja und? Wir haben einen Sniper, der das ganze, also jedenfalls zwei Seiten des Gebäudes überwachen kann. Und wenn die durch die scheiß Tür kommen, dann kriegen sie erstmal so eine verplättet, das glauben die nicht. Ja, nee, bei mir geht das nicht so einfach. Aus einem ganz einfachen Grund, weil ich sehe schwarz-weiß. Das heißt, mir fehlt schon HP. Dich hoch. Ich kann mich nicht hochhealen. Wie soll ich mich hochhealen? Ach, indem du was isst, was trinkst, etc. Wir haben Zeit. Wenn die Tür als Tür aufmachen, dann kriegst du. Ich habe neu angefangen, Mensch. Ja, mein Gott. Ich hab so gut wie nichts dabei. Ich hab doch was. Komm hoch, wir gehen nach oben. Halt du erstmal hier vorne die Tür im Auge oder jedenfalls die Fläche darunter. Ihr seid gerade durch die Wand gebackt. Nein, nein, wir sind noch hier. Ja, nein. Aber ich wollte euch bloß sagen, dass er jetzt weiß, in welchem Raum ihr seid. Wenn ich das gesehen habe, hat er das auch gesehen. Schnell was hin. Du, ich schmeiß dir was hin. Hast du einen Can-Opener? Nein, nein. Ich schmeiß dir meinen Can-Opener hin. Und mein Wasser. Eigentlich müssten wir unten sitzen, verdammte Scheiße. Ja, du, ich hab jetzt hier vorne hinten, hinter mir, hab ich da alles gespawnt. Geh du mal hin und ess dich mal satt. Ich hab die Tür im Auge. Warte mal. Da redet schon wieder einer. Hör keinen. Warum höre ich schon verdammte Axt nochmal keinen? Ich habe auch ein minimales Problem. Ich hoffe, der hat sich jetzt nicht so weit nach hinten verschoben. Ich habe das aus dem Blick verloren, dass der jetzt auch hier irgendwo neben mir ist. Warum ich den nicht umholzen konnte? Ja, wahrscheinlich falsch angehalten oder so. Ja. Ist ja nicht das Problem. Kannst du denn alles sehen? Bald. Hast du gerade nachgeladen? Ne, du isst gerade. Okay. Ich fresse mich hier gerade mit dem Boden voll. Ich bin der Meinung, ich habe den Typen einmal erwischt. Aber nicht. Also mindestens eine Dreiergruppe. Also sind sie genauso stark wie wir. Die werden irgendwo einen Sniper haben. Drei waren im Radarturm und der eine hat nicht dazu gehört. Der eine kam von der Freifläche übergelaufen zum Tower, hat dann Schüsse von mir abgekriegt, ist dann hinter die Hangar, hinter zum anderen Gefängnis. Da hat er dann erstmal gelootet oder was auch immer, kam wieder vor, dann habe ich ihn ja wieder abgeschossen, ist er vor den Hangern lang. Da habe ich ihn nicht gekriegt und dann ist er dahin abgehauen von da, wo die anderen kamen. Und dann irgendwann war er wieder hinter dieser Baracke. Also mach nicht die Tür auf, wenn ihr das habt. Guck mal eben hier durch das Fenster. Okay, direkt vor dem Gebäude steht keiner. Ja, Mars, du kannst dich doch so verschieben, dass du uns da die Eingangstür im Dings hast, oder? Ja. Nee, kann er nicht. Könnte ich jetzt. Also ich könnte mich jetzt verschieben. Irgendwie könnte ich mich verschieben. Ihr wartet da und warten noch so ein bisschen und ich versuche vorsichtig mich zu verschieben, sodass ich die Eingangstüren im Blick habe. Habe natürlich so lange keinen Blick auf die andere Außenseite. Das macht ja nichts. Die kommen ja ansonsten hier nicht ins Gebäude rein. Gut. Wenn wir das von beiden Seiten gleich... Ich bin auch gleich fertig hier. Gut, dann verschiebe ich mich. Ich bin aber nur dunkel, energized und hydrated. Das ist... Für mehr hat's nicht erreicht. Okay, ich hab noch was für dich. Ansonsten... Fuck. Ich habe es als Notreserve für mich übrig behalten, aber das ist ja... Hast du deine Wasserflasche hingelegt? Ja. Oh, Grütze, hab ich. Das habe ich fast übersehen eben hier. Warte, ich gebe dir meinen Reis auch noch. Ich verschiebe mich jetzt sehr weitläufig.
Ja, da hinten geht's leider bergab, das ist das Problem. Ja, es bringt uns nichts, wenn er die Vorderfront da im Visier hat, wenn er hinten irgendwie die Leute nicht sieht, wenn die da zu dritt oder zu viert hier reinstürmen. Dann... Ja, wie gesagt, wir haben einen Vorteil, wenn die vorne rein wollen. Aber vorne ist keiner. Wie gesagt, kann hier so leicht Maggi durch die Fenster gucken. Also jetzt seid ihr da oben ja im Endeffekt so, dass ich sagen kann, dass ihr da erstmal so ja nicht überrascht werden könnt. Also ihr seht ja von was wo kommen müsste. Das heißt, richtig, wenn die außen rumrennen, können die euch nicht an einer anderen Häuserwand überraschen. Das ist schon mal wichtig. Es gibt ja nur einen Eingang. Das ist ja sonst alles easy hier. Tower habe ich immer noch keine Bewegung. Ja, die Frage ist, ob sie noch drin sind halt, ja. Wer weiß, ob die uns umgehen oder so. Die wissen, dass wir einen Sniper haben. Die haben ja Zeit. Ansonsten... Wo könnte der sitzen? Dass der euch da treffen konnte. Er also war direkt, also Hanni war direkt in der Ecke. Als ich um das Gebäude rum war, hat er mich nicht getroffen, also beziehungsweise auch nicht beschossen. Oh, ich bin stuffed. Ich darf nichts mehr essen. Sieht's aus, bist du Healing? Nein. Ich bin immer noch. Nichts mehr zu essen. Ich bin immer noch. Er kann jetzt auch erstmal nichts essen. Dunkel. Wenn ja, das stuffed ist, dann ist erstmal vorbei, muss ja, er warten. Ja, ich weiß, aber trotzdem, ich habe ja nichts, gar nichts mehr. Oh, ich hab noch gut, so doch, viel. Nee, warte mal, ich hab mich verguckt. Ich hab noch zwei Sardinen. Knallt's ab, viel Spaß noch. Ich mach euch dort Schluss. Tschüss. Jo, guten Abend. Ich hab die Grüße. So, ich komm auch runter. Du sitzt direkt da in der Ecke? Ja, ich will rumgucken. Lass uns mal Position tauschen. Ich muss mal eben kurz, ganz jo, kurz AFK. Ich werd's natürlich nicht lange aufhalten können, ja. Du hast doch noch die M4, richtig? Ja, ja. Aber wenn sie nicht reinkommt, ich sehe halt grau. Das heißt, ich kann so ein paar Sekunden aufhalten und danach ist Ende Melinde. Jupp, ich dauert nicht lange. Adek muss es mir angewöhnen, glaube ich, bei dem Spiel hier drin zu rauchen. Mal. Hallo, seid ihr noch draußen? Lol, ich bin tot. Was? Der ist im Haus. Leo, der ist im Haus. Ja, ich bin da. Wo ist der? Ich höre nur links irgendwas von mir. Ich kann es ja nicht sehen, sagen. Der hat sich reingebackt. Nicht reingebackt, sondern der hat sich geghostet. Exa. Links irgendwas von dir? Oder hat er durch die Tür geschossen? Nein. Es kam von links und ich habe die Tür im Blick gehabt. Ja, das war ich. Der muss im hinteren Raum drin sein. Ihr seid oben im mittleren, ne? Ich bin hier oben. Du siehst mich, ne? Ja. Ich bin der Einzige, der hier noch lebt. Ich habe jetzt alle Türen geschlossen, jedenfalls die ich gefunden habe. Also ich glaube auf dem Server. Okay, irgendwer hat geschossen. Ich weiß aber nicht von wo. Ja, der ist unter dir. Du bist noch oben, oder? Ich bin noch oben. Ja. Ich glaube, er versucht durch den Boden zu schießen. Oder er ist hinter mir. Er versucht wahrscheinlich. Wie, was meinst du mit hinter? Also, du musst liegen, bitte. Falls er wirklich hier irgendwo bei meiner Position. Okay. Wenn er bei meiner Position sein sollte, hier irgendwo in der Nähe, dann kann er dich super wegholen, weil man die ganze Zeit deinen grünen Rucksack gesehen hat. Leute, ganz im Ernst, ich glaube, lernen sollten wir auf einem anderen Server. Das ist doch hier nur mal zu heftig irgendwie. Jetzt schnack nicht so viel, ich muss schon genug Stille hier reinmachen.
Wenn der Sniper hier ist, dann muss ich den seine Scheißbewegung. Ich glaube nicht, dass er im Gebäude ist. Ich glaube, der hat dich durchs Fenster erschossen. Der ist doch weit und breit kein. Wer hat da geschossen? Ich nicht, er hat geschossen. Auf dich? Ja. Gut. Also nicht gut, aber besser als auf mich, weil dann wüsste er, wo ich bin. Also entweder er kann vom südlichen Fenster, oder nee, vom östlichen Fenster reingucken, oder er versucht unten durchzuschießen. Ich höre nämlich nichts. Ich scheiße, ich habe so Kackmöglichkeiten hier über die Straße zu wechseln. Ich crouche gerade rückwärts. Wenn sie sich hier reinghosten, dann sind es richtige arme Wichser, Alter. Ja, anders ging's doch gar nicht. Vorne zur Tür ist er nicht reingekommen, hinten die Tür, da stand ich nicht in der Sicht vom Fenster, also wie soll er anders reingekommen sein? Hast du geschossen? Ja, ich habe gerade versehentlich geschossen. Nochmal? Nee, das war der andere. Hanni, du hast irgendwie kein Glück, oder? Nee, ich finde das gerade ziemlich abgefuckt, was der da abgezogen hatte. Also, dass ich die Bugs ausnutze, um andere Spieler zu kriegen. Sei ruhig. Okay, kannst weiterreden. Okay, ich habe jetzt ein bisschen was im Blick. Ich verschiebe mich noch weiter nach links. Ich liege jetzt am westlichen Korridor im ersten Stock, habe die Treppe halt hinten die Treppe im Blick. Die Tür halt, die einzige, die aufgeht hier oben. Also wenn du da irgendwo einen grünen Rucksack aufblitzen siehst, dann bitte nicht drauf schießen. Der versucht auf gut Glück, oder? Schieß auf dich. Weiß ich nicht. Und der versucht uns abzulenken. Das ist ihm auch möglich. Die Schüsse kommen immer näher, aber das liegt auch daran, dass ich wahrscheinlich... Warum höre ich das so laut? Als ob der hier direkt in meiner Nähe ist. Der ist doch nicht hier in dem Kabuff am Tor drin, oder? Weiß ich nicht. Kann sein. Das wäre eine Möglichkeit, dass er da versucht aber hat, die Wand zu schießen. Das sind keine. Nee. Da rennt einer über die. Da rennt aber über die Freifläche. Ja, dann mach ihn kalt. Der kommt jetzt zu dir rüber. Zur Tür oder was? Ja, nicht zur Tür, aber ja, der rennt auf jeden Fall in dein Gebäude. Oder zu deinem Gebäude. Zu deinem Gebäude. Alter, bin ich zu blöd zu schießen oder was? Der, oh, ach, oben im Turm ist wieder einer. Hau ihn weg. Geht nicht. Ich bin jetzt so weit, dass ich halt auf dich auf den Eingang wirken kann. Dadurch kann ich aber auf den Tower kaum noch wirken. Es sei denn, er steht. Ich glaube, der hat dich durch Lack. Der crouched. Da, jetzt steht er, jetzt steht er. Hier, irgendwer ist hier bei mir. Ich bin erstmal schnell in der Rauchen. Jo, check. Der hat Ficken gesagt. Der Typ hat kurz gestanden. Ich hab nicht gekriegt, genau auf den Kopf angezielt. Genau.
Körpertreffer ist besser. Wenn das Schwein blutet, dann kannst du ihm besser folgen. Ich glaube, er hat ihn nur durch Lack weggemacht. Das sind gute Spieler, aber die wissen, die können hier durch die Wände schießen, bin ich der Meinung. So, und die wussten, dass da irgendwo einer steht. Ich glaube nicht, dass sie durch die Wand und die Treppe schießen können. Ich weiß es allerdings nicht. So, ich stehe jetzt hier unten an der Treppe im Erdgeschoss und habe ein Auge auf die Haupttür und auf den kleinen Nebenraum, auf die Tür. Die beiden sind verschlossen. Ich glaube, die haben ihn wirklich durch Lack weggemacht. Scheiße. Jetzt habe ich mich kacke verschoben. Also wenn die hier rein wollen, dann müssen sie durch die Tür. Oder sie ghosten sich hier rein. Das wäre aber richtig arm, Alter. Wo kriege ich eine bessere Position her, wenn ich da rüber crouche? Ich muss nachladen, fällt mir gerade nur so ein. Ja, lade jetzt nach. Ja, wir haben auch gehört, was du geschrien hast, als du weggegangen bist. Wir können. Ja, das regt mich gerade übelst auf, Alter. Da war links neben mir zu 100% ganz sicher. Ich glaube, der hat durch die Wand geschossen. Also wenn die jetzt wirklich mich auf die Entfernung sehen können, ohne dass sie Gras angezeigt kriegen, bin ich am Arsch. Ich habe jetzt zwar noch 2, 3 Tannen vor mir. Du kannst ruhig aus der Distanz kämpfen. Das ist ich kämpfe aus der Distanz, aber ich, will ja auch gleichzeitig wirken können. Ja. Ist zwar unschön, aber wollen wir nicht tatsächlich einen Server wechseln? Weil die Jungs hier sind echt nicht solche Luschen, sag ich mal, die so auf dem anderen Server drauf waren. Ja, wo ist Leo? Hol ich da... Warte mal. Oh, ich hab gedacht, da hockt einer. Was wir auf jeden Fall machen müssen, ist das Aiming verbessern. Das geht gar nicht. Ja, ihr müsst euch unbedingt das Video dann angucken. Was ist ein Video denn? Achso, ich nehme übrigens seitdem wir das angefangen haben auf. Hör ich auch. Aber gut. Nicht unsere Kamera, oder? Was? Doch, unsere ganze Zeit nehme ich auf. Seitdem es angefangen hat. Also ich habe seitdem, kurz nach dem ersten Feuergefecht habe ich angefangen. Na klasse, alle werden mich auslachen. Ja, dass du das zweite Mal gestorben bist, ist Pech. Ja, steht 2-1, das kann ich nicht auf mir sitzen lassen, das geht überhaupt nicht. V-förmig verschieben. Ich hatte Effekte ziemlich leise. Alter. Aber Voice hatte ich voll aufgedreht, also an mir lag es nicht, dass ich sie nicht gehört habe. Hey man! I'm a friend, I'm newbie here. Alter, brüllst du das hier jetzt hier rum, obwohl du noch tot bist? Oder nein, was? Der ist doch schon wieder gespawnt. Oh Gott. I'm not an enemy, I have no thanks. Also wir können uns das jetzt überlegen. Wir haben nicht viele Möglichkeiten, Oberst. Entweder wir ziehen dich da jetzt raus, indem ich die Deckung gebe. Ich verschiebe mich so, dass ich die ganze Zeit in deinen Rücken wirken kann. Und dann rennst du links aus dem aus deinem Gefängnis raus, immer Richtung Wald. Warte mal, kommst du hier durch? Du müsst über die komplette Freifläche laufen. Ja, hier über die Freifläche. Ja, da in dem Bereich kann ich dich ja überall schützen. Dann musst du halt zum Tor rennen. Ich weiß, ich sehe von hier leider nicht, ob hier irgendwo ein Loch im Zaun ist. Müsste aber irgendwo. The room is on fire. The roof. Ja, ist mir egal, ich fand Room cool. Also vor dem Gebäude steht keiner. Nee. Ja, du musst mir sagen, wenn du rennen willst, dann verschiebe ich mich wieder, sodass ich da wirken kann. Ja, ich glaube allerdings östlich, da bei dem Tor, da muss irgendwo einer sein. So wie der durchgeballert hat, das muss so sein. Also ich bin bei dem Tor, ich höre hier aber keinen mehr. Ich bin beim blauen Tor. Ich liege bei den Tannen. Ganz, eigentlich, da sind rechts von den Tannen, rechts von der kleinen Baracke bei den, sind 2 Tannen. Und da in der Nähe liege ich. Also noch ein Stück weiter. Nach ins Gebiet rein, damit man dich mich nicht sofort aufklären kann, wenn man da rumstreucht. Aber ich habe sonst auch keine Bewegung mehr. Ich weiß auch nicht mehr, wo ich hingucken soll, weil alles irgendwie interessant sein könnte. Bei dir ist alles im Arsch. Ja, ich weiß. Waffe auch? Nee. Du kannst ihm ja notfalls die
irgendwas mitnehmen von der Waffe. Ich bin... Was? Ich bin tot. Weil ich bin nicht tot, aber ich bin unconditioned. Ich hab nicht aufgepasst. Der schießt immer noch. Wo kommst du denn her? Aber nicht durch die Tür, du Knaller. Du hast doch die Tür doch noch im Auge, ne? Ich hab jetzt gerade keinen gehen sehen, die Tür ist auch zu. Nice! Alter, hast dich schön... Hast schön geghostet, Alter. Wie arm ist das denn? Kannst auch ruhig mit mir reden, weißt du? Oder warte mal. Ich verstehe kein Wort. Die reden mit mir, aber ich verstehe kein Wort. Ja, er hat gerade gesagt, er hat sich die Beine gebrochen, du sollst mal rüberkommen. Was? Er sagt, du sollst mal rüberkommen. Warum? Ja, warum du kann Knallkörper, ich bin ohnmächtig. Ah, er hat uns trotzdem in der Hand. Er hat mich gekillt. Er hat mich gekillt. Ich glaube nicht mal, dass der Typ das ist, der da die ganze Zeit labert. Was ist mit dir verkehrt, Alter? Sagt irgendwas, ich höre ihn nicht. Nee, er sagt im Moment nichts. Aber wieso kann ich ihn hören und du nicht? Ich weiß es nicht, vielleicht ist er weiter von meiner Leiche entfernt. Wo kamst denn du her? Du kamst auf jeden Fall nicht aus dem Haupttor oder durch dem Haupttor. Die Tür ist immer noch zu. Vielleicht kann weißt du was? Ich weiß ganz genau, was du bist. Du bist so ein verfickter kleiner Wichser, der sich von Server zu Server lockt, um halt den besten Loot abzugreifen, du Stück Scheiße. Weißt du was? Das ist arm. Das ist richtig arm. Sagt irgendwas? Nein. Ja, so ein Penner, Alter. Ich hab den Eingang direkt im Blick. Die Tür ist zu, aber sowas von zu. Ja, natürlich ist sie zu. Es ist auch keiner reingekommen, das sage ich ja die ganze Zeit. Und durchs Fenster schießen konnte er auch nicht. Er konnte nicht auf uns wirken, wenn wir da hinter der Treppe gehockt haben. Es ist nicht möglich. Das heißt, entweder hat er sich da eingeloggt oder hat sich halt wirklich reingebackt durch irgendwas. Ist er da noch? Ich sehe null Bewegung. Das ist schon echt. Ja. Warte, was sagt mal. Er? Kannst du mich verstehen? Ich glaube, ich kann aber nicht. Warum verstehe ich die nicht? Wir gucken uns gleich mal deine Einstellung. Warum ballert hey, der? Kannst du mich hören? Ey, nicht, dass jetzt einer auf mich ballert, das wäre voll Quatsch. Dann zieh dich zurück, das ist eh schon verloren hier. Das ist auf jeden Fall verloren, also wenn du dein Zeug behalten willst. Was sind denn Yahusis? Okay, dann cutten wir das hier. Alter. Thank you.